Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu The Sims 3. Irgendwer von den Katzen hat hier hingekotzt. Ja, alle schlafen noch, aber Marco muss jetzt gleich mal aufstehen. Er ist zwar noch nicht ausgeschlafen, aber er muss. Oh! Wie süß! Nein, er muss nochmal ganz dringend an seiner Gitarrenfähigkeit arbeiten. Ganz dringend hier. Deswegen soll er es nochmal tun, bevor er gleich zur Arbeit muss. Also, gehst du bitte was essen? Eine Fruchtpastete und dann kannst du in den Park und Gitarre spielen. So, Rosie ist krank und hat sich die ganze Nacht die Seele aus dem Leib gekotzt. Das hat aber, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Sie ist nämlich gerade erst krank geworden. Ja. Die Gute kann auch ein bisschen schlafen. Sie muss sich gleich mal ein bisschen hier um die Pflanzen kümmern. Die eine ist schon etwas vertrocknet. Dabei zu verwelken, das wollen wir nicht. Mach Pflanzen zu gießen, wobei, komm. Steh mal auf. Ich glaube, Alex müsste gleich auch irgendwann aufwachen. Jo. Gieß mal die Pflanze und mach deinen Garten. Warte, kannst du auch direkt machen. So. Müssen wir es hier nicht um zwei Ecken machen. Ach ja, sie hat hier noch die Gelegenheit, mit anderen oder alleine essen gehen. Deswegen dachte ich mir, wir können heute Abend ja mal einen Babysitter anrufen, dann können die beiden essen gehen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Rosie wurde befördert. Sie wurde befördert. Das hat erstmal gut Geld gebracht. Und sie hatte ihren Jahrestag auf der Arbeit und hat da auch noch mal ein bisschen was bekommen. Ich weiß gar nicht, wann Marco angefangen hat zu arbeiten. Ein paar Tage später als Rosie auf jeden Fall. Da werden wir dann demnächst auch noch ein bisschen was bekommen, denke ich mal. Warte, stopp, du bist fertig. Dann mach doch. Geh nochmal aufs Klo. Ach, irgendjemand hat schon wieder das Klo kaputt gemacht. Vielleicht sollten wir uns auch mal ein neues kaufen. So, dann gehen wir zum Sommerfest. Und dann kannst du da ein bisschen für Trinkgeld spielen. Irgendwie möchte ja keiner spenden. Aber vielleicht haben wir heute ein bisschen Glück. Ach, das Klo, ey. Das müssen wir echt mal neu kaufen. So, hast du dich um den Garten gekümmert? Hast du hier geerntet? Ich glaube schon. Hä? Ich war vorhin schon auf dem Baum, da stand, kann geerntet werden. Was ist passiert? Wo sind die Früchte? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir Fruchtpastete essen. Und dann räumen wir ein bisschen auf hier. Das sieht schon wieder aus wie im Saustall. Was machen die Katzis? Oh, süß. Süß, süß. So, du gehst zum Sommerfest, das ist gut. Dann kannst du aufs Klo. Ich glaube, dann kannst du dich um deinen Sohnemann kümmern. Auf Boden füttern. Wir können uns auch mal. Ich habe mir vorgenommen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen um seine Fähigkeiten kümmern, dass er laufen und sprechen lernt und sowas. Dann stell dich doch mal hier hin. Stell dich dahin. Den Wunsch hier hatte ich tatsächlich noch nie. Insgesamt zwei Kinder haben. So, und dann für Trinkgeld spielen. Mach das mal. Warum hängt denn das Spiel gerade so? Was soll das? Was soll das? Ach, guck mal. Sie steigt ja gleich schon eine Fähigkeit auf. Ein Level, das ist gut. Das ist gut, das schafft auf jeden Fall noch vor der Arbeit. Er ist im Moment super gut dabei, was jobtechnisch hier angeht. Vielleicht wird er ja wieder befördert. Wer weiß, wenn wir Glück haben. So, Alex ist auch wach, das ist gut. Wie geht's dir? Muss gefüttert werden. Dann mach ihn mal füttern und dann kannst du noch eben duschen und dann bring ihm mal das Sprechen bei. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, wie ich das Haus umbauen werde. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen das, wenn das zweite Kind da ist. Huch! Huch! Dieses blöde Touchpad. Sprechen beibringen. Ja, Level 7, sehr gut. Fleißig, fleißig. Lern noch ein bisschen. Vielleicht kriegst du ein bisschen Trinkgeld.
Die Simsys sträuben sich da immer so ein bisschen. So, Leute. Guck mal, ist der süße Mann. Tust ein bisschen Geld rein. Sich echt gar nicht schlecht an, ne? Das macht er schon gut, der Marco. Ich frage mich nur, warum wird Rosie denn nicht schwanger? Sie hatte, also sie, ihr war auf jeden Fall schlecht, ne? Aber irgendwie kommt da kein Bauch. Warum? Warum ist das so? Wie geht's den Katzen? Ach, wie geht's eigentlich Bruce? Lebst du noch? Bruce, geht's gut? Das ist schön. Der kleine Fratz. Ach, so süß. Müssen wir ein Foto machen. Alles festhalten hier. Ich war ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so super wenig Frisuren gibt irgendwie. Vor allen Dingen auch für Kleinkinder. Da hatten wir ja drei oder so zur Auswahl. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Es gibt generell sehr wenig Frisuren. Oh, ist so süß. Oh, kleiner Fratz. So, gut. Oh, war das Trinkgeld? Mit Trinkgeld bekommen? Ich glaube schon. Es ist passiert. Wir haben Trinkgeld bekommen. So, jetzt bring deinem Sohn Sprechen bei. Falls sie nicht schwanger wird, muss sie ja gleich auch wieder arbeiten. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Wenn man vom Teufel spricht. Ein Baby. Es ist noch ein Baby unterwegs. Oh, ich hoffe, es wird ein Mädchen. Das wäre sehr schön. Junge ist natürlich auch okay, aber ich fände jetzt mal Mädchen schön. Rosie Monte hat erfahren, dass sie schwanger ist. So, sieht ja richtig schön aus in ihrem Kleid. So, dann bringen wir mal weiter Sprechen bei. Das trifft sich gut. Ich habe mir nämlich vorgenommen, solange sie jetzt schwanger ist, kann sie sich ein bisschen ein Mädchen bekommen. Kann sie sich ein bisschen um Alex' Fähigkeiten kümmern und allem, was er so noch lernen kann. So, lernst du weiter? Du lernst weiter. Das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis wir da mal alle Punkte haben. Stufe 7 ist er, okay. So, alle sind beschäftigt, das ist schön. Lernt sprechen. Kann man ihm eigentlich schon Belohnung kaufen? Nein. Anscheinend nicht. Aber wir können hier mal schauen. Ihr habt ja beide super viele Punkte. Was man da noch so Schönes holen kann. Ach, das wollte ich dir auch noch holen. Gut, das brauchen wir jetzt gerade eh nicht, aber sie wird ja auch irgendwann mal wieder anfangen zu arbeiten. Wie tritt man denn mit der Band auf? Vielleicht muss ich das mal googeln. Wir haben ja hier eine Band, aber irgendwie waren wir noch nicht auftreten. Vielleicht brauchen wir auch in der Stadt einen Veranstaltungsort. Ich glaube, den haben wir hier auch gar nicht, wo man theoretisch auftreten könnte. Vielleicht muss ich da noch mal einen platzieren. Die Stadt ist nur super klein. Ich wollte letztens noch ein paar Grundstücke platzieren, aber das klappt halt irgendwie alles gar nicht so gut. Aber nun gut, nun gut. Oh, wir haben noch ein bisschen Trinkgeld bekommen, das ist toll. So müsste der Wunsch hier nicht auch bald mal in Erfüllung gehen. 2000 Simoleons noch. Ja, das wird wahrscheinlich auf der Arbeit jetzt nichts, außer er sollte befördert werden. Was ist mit dir? Schmerzhaft. Da tut sich ein bisschen was, das ist schön. Und wir haben noch ein paar Simoleons bekommen. Auf einer Party Gitarre spielen. Ja, das können wir dir sicher mal erfüllen. Hör mal auf und geh zur Arbeit. Zur Arbeit. Was kannst du machen? Musiktheorie studieren. So, ihr lernt sprechen. 114 Trinkgeld, immerhin, ne? Du musst gleich mal aufs Töpfchen. Das kann er jetzt übrigens schon ganz alleine. Das hat er schon gelernt. Ach, dieser Leguan. Ich finde den klasse. Geh doch zur Arbeit. Warte mal, du kannst aber nicht, oder?
Sechs Tage, wer ruht denn da? Ist das für dich? Wieso ist er nicht auf der Arbeit? Marco, was tust du? Kannst du bitte auf die Arbeit gehen? Warum läufst du denn dahin? Was ist denn mit dir? Oh, geh doch zur Arbeit. Ach Gott. So, jetzt ist er da. Das ist gut. Geh mal eben aufs Töpfchen, bevor du dir gleich in die Hose machst. Ach, guck mal, er macht's schon ganz alleine. Guter Junge. So, fütter mal Bruce hier. Ja, hör mal auf. Und würz mal die Fische auf. 415. Nee, 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 na, no, no, no. Jetzt wollte ich gerade ein neues Klo kaufen. Gut, dann lassen wir das erstmal. Was kannst du denn tun so lange? Alex Monte hat so eben ein Töpfchen benutzt. Dann recycle das mal. Wann können wir denn die Pflanzen ernten? Das dauert super lange irgendwie. Und dann sprechen. Warte, warte, du kannst ihn erstmal kuscheln. Das wünschst du dir nämlich noch. Und dann machst du Sprechen beibringen. Okay. Gut. Wie lange bist du arbeiten? 20:30 Uhr. Danach können wir gerne ins Restaurant gehen. Dann können Rosie und Marco da noch was essen. Ich glaube, da kriegen wir auch wieder Simoleons für. Das ist ganz gut, wenn sie jetzt erstmal 6 Tage nicht arbeiten ist. Ich glaube, es waren Simoleons. Ich habe gerade an meinem Kakao geschlürft. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat. Falls ja, dann bitte ich um Verzeihung. Das war nicht geplant. So, mit etwas Glück steigt er tatsächlich noch ein Jobdings auf. Wie wackel ich die ganze Zeit am Mikro? Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, man hört es nicht. Warte mal, ich habe hier Trick 17. Warte mal, ich muss ganz kurz. Halt, stopp. So. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders hier gestellt. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe es noch nicht so raus mit dem Mikro. Okay. Du bist arbeiten. Ihr lernt sprechen. Was wünschst du dir? Spaghetti essen. Können wir das machen? Spaghetti. Ja, dann können wir dir das mal erfüllen. Ja, für die Spielzeugkiste haben wir leider irgendwie keinen Platz. Das Haus ist doch etwas klein. Wann wirst du denn groß? In 4 Tagen haben wir noch ein bisschen Zeit. Und wie sieht's aus? Ja? Es könnte doch etwas knapp werden. Wir lernen die ganze Zeit die Logikfähigkeit. Ich weiß gar nicht warum, weil also im Moment brauchen wir es ja nicht für einen Job. Ich weiß nicht, ob das nachher noch kommt. Wie geht's euch denn? Ja, geht's gut? Ja, geht's auch ganz gut soweit. Lernen wir noch mal ein bisschen. Und ich mache schon mal eben hier Dienst anrufen. Dann gehen wir mit auf die Toilette und dann fahr mal Babysitter. Dann fahr doch mal zu Marco. Nee, warte, wo arbeitet er denn nochmal? Pause. Hier vorne, oder nicht? Hier. Nee, das ist ein Apartment. Hä? Da? Hier? Nee. Hä, bin ich doof? Wo ist er denn? Wo ist. Ey? Marco? Ach, da hinten. Geh mal hier hin und warte auf ihn. Hier hingehen. So. Weil wir müssen wahrscheinlich eh auf den Babysitter warten. Dann könnt ihr euch einfach. Wir machen das anders. Ihr trefft euch vor dem Restaurant.
Du kannst danach. Wo müssen wir denn essen gehen? Bürokomplex Komplex mit Restaurant. Wo ist das denn? Hier? Dann kannst du dich da hinsetzen. Schön in den Regen. So, steigst du jetzt noch ein Dings auf hier? Eventuell? Ja, nein, ja. Ja, nein. Und. Du kannst auch hier hin, geh mal hier hin. Und. Was ist jetzt hier passiert? Marco hat sein Dings, Rosie hat Urlaubsgeld bekommen. Ah, schade. Schade. Und jetzt hat er 2 Tage frei. Ach, ernsthaft? Ja gut, dann warten wir halt noch 2 Tage. So, 800 fehlen noch. Leider ist Tommy dieses Jahr, ja. Ja. So, geht mal beide hier hin. Hast du eigentlich irgendwie einen Wunsch? Nee. So, kommt mal her. Kommt mal beide her, bitte. Schneller, schneller, schneller. Marco. Rosie war jetzt schneller da als er. Wie kann das sein? Marco, kommst du jetzt bitte her? Was brauchst du denn so lange? So, romantisch küssen. Und dann Restaurant. Warte mal. Können wir das? Wie geht das jetzt hier? Hier essen mit anderen Marco. Ich hoffe, das geht jetzt so. Ich hoffe, das zählt dann. Ja, jetzt geht essen. Geht essen, bevor ihr gleich beide aus den Latschen kippt. Nein, geh bitte essen. Hä? Da ist doch der Eingang. Nee, auf der anderen Seite. Okay. Was hast du denn für ein Kleid an? So, geht jetzt bitte essen. Geht ihr bitte essen. Macht ihr das? Wo läufst du jetzt schon wieder hin? Ach Mensch, Leute, könnt ihr bitte einfach essen gehen? Das kann nicht wahr sein. Seid ihr jetzt reingegangen? Was macht ihr? Seid ihr drin? Ich glaube schon. Okay. Puh, haben wir das auch geschafft? Wie geht's dir? Was machst du? Getragen werden. Du hast Hunger. Fütter bitte den kleinen Alex. Ich würde vorschlagen, ich spule mal eben vor bis zum nächsten Morgen. Und dann sehen wir uns da wieder. So, es ist der nächste Morgen. Und Rosie hat ein Babybäuchlein bekommen. Ach, das sieht immer so süß aus. So, ich glaube, du musst dich mal eben um deinen Sohn kümmern. Wie Alex rauslassen, mach das mal. Der Gute muss nämlich auf die Toilette. Ich habe jetzt gerade mal. So, ist mal kurz gucken. Ich habe ein paar Veranstaltungsorte erstellt. Da geht es schon mal nicht. Ich dachte mir, vielleicht kann man da mit der Band auftreten, aber wie zur Hölle funktioniert das denn? Wie trete ich mit der Band auf? Anscheinend kann ich nicht einfach ein Grundstück platzieren und dann aufs Beste hoffen. Das ist doch hier so ein Dings, ne? Hier kann man doch Eigentümer herholen. Genau, mach das mal. Und dann können wir da vielleicht auftreten. Ich hatte jetzt hier noch den Showpark, aber das ist anscheinend nur ein Park. Ich weiß nicht genau, wie man da auftritt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So gut kenne ich Sims 3 leider nicht. So. Lass ihn raus. Lass ihn runter. Lass ihn doch runter. Lass ihn doch runter. Und isst einen Hamburger. Warst du jetzt auf dem Töpfchen? Ja, okay. Dann, warte, machen wir erstmal hier auf Boden füttern. Reste erst einen Hamburger und dann kannst du ihm nochmal seine Windel wechseln. So, die beiden waren gestern essen. Aus irgendeinem Grund hat das nicht geklappt. Warum auch immer? Wir haben nur 150 Simoleons für nix ausgegeben. Ich verstehe das nicht.
Naja, gut. Wir müssen auch noch 3 Stunden tanzen. Ich hatte überlegt, ob wir das vielleicht heute Abend machen. Vielleicht kriegen wir dann so ein kleines Disco-Kind, wer weiß. Das kannst du auch noch mal eben auch sauber machen. So, warte, wo bist du? Hast du jetzt deinen Eigentümer hergeholt? Halt, stopp. Bist du der Eigentümer? Eigentümer. Freundschaftlich begrüßen. So, lass mal deinen Charme spielen. Vielleicht können wir uns hier einen Auftritt ergattern oder so. Die Band haben wir ja. Ja, Marco, bewegst du dich bitte? Ach, er kommt, glaube ich, zu uns. Sehr gut. Nein, er läuft an uns vorbei und er geht rein. Gut, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann er bitte wieder rauskommen? Hallo, hallo, möchtest du wieder rauskommen? Nein, möchte er nicht. Möchte er nicht. Gut. Dann kannst du. Da ist er. Ah, da ist er. Gut. Freundschaftlich begrüßen. Mach das. Was machst du? Du musst gar nichts. Du kannst mal ein bisschen. Ach so, warte. Du sollst ihm noch Sprechen beibringen. Warum macht ihr das nicht mal? Sprechen beibringen? Du? Muss ich jetzt mal hier gut mit dem stellen. Freundschaftlich begrüßen. So, das läuft schon mal gut hier. Nee, Band. Freundlich? Nee, kannst nicht tun. Warum nicht? Kann nur Band bitten, hier mitzumachen? Nee. Showkarriere starten? Nein, das wollen wir ja auch nicht. Ich möchte mit der Band auftreten. Vielleicht muss ich das mal bis zum nächsten Mal googeln. Le Google. Verrät mir dann, wie das geht. Virtuose. Hallo? Nein. Das haben wir irgendwo schon, ne? Dann tratsch nochmal mit ihm. Hä, schade. Wie geht das denn? Nein, lauf doch nicht weg. Spuckende Lamas, was ein Name. Ich google das mal eben ganz schnell nebenbei. Google, Google. Was sagt Google? Sims 3. Band. Band. Gigs. Band bekommt keine Gigs. Wie. Uff. Okay, hier steht, man kriegt einen Anruf oder so. Vielleicht sollen wir öfter mal mit der Band jammen. Wer ist denn überhaupt in unserer Band? Kann ich mir das angucken? Oder steht das irgendwo hier? Oh, Cosimo ist alt geworden. Alter Freund, Orchestermitglied. Nee, wo sehe ich denn meine Band? Wir haben auf jeden Fall 2 Leute in der Band. Wer ist denn noch mit der andere? Du? Du? Bandmitglieder einladen. Ah, okay. Dann machen wir das anders. Irgendwo. Gibt es hier, die haben jetzt wahrscheinlich alle noch nicht auf, ne? Wo kriegen wir denn jetzt Musikinstrumente her? Vielleicht warten wir einfach noch ein bisschen. Dann können die heute Abend irgendwo im Club auftreten, also ein bisschen üben zumindest. Vielleicht müssen die einfach mal öfter jammen zusammen und dann kriegen wir vielleicht irgendwann, wenn wir Glück haben, einen Anruf und dann eine Einladung für einen Gig, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen, also, dass man sich da nicht irgendwie selber dafür quasi, ja, also irgendwo, ne, nachfragen kann, das finde ich irgendwie komisch, dass das anscheinend nicht geht. Aber gut. Aber gut. Wenn das so ist, dann ist das so. So, er sollte auch gleich sprechen können, das ist toll.
Wo musst du denn tanzen? Ist es egal wo? Der Discotheque Tropicolounge. Okay, dann machen wir das. Du kannst ja vielleicht irgendwie ihn einladen. Wir lassen im Moment auch so ein bisschen die Beziehung schleifen. Warum? Nein? Okay. Dann nicht. Dann nicht. So, du bist du da? Bist du da? Für Trinkgeld spielen. Na, aber nicht hier drin. Stell dich bitte hier hin. Das ist irgendwie so super leer hier, ne? Ah, warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Warum treten wir denn nicht mal hier auf? Das hat letztens ja auch so super gut geklappt. Nicht? Aber hier waren zumindest mehr Sims. Was haben wir denn hier? Eins, zwei. Oh, das sieht gar nicht so schön, gar nicht so schlecht aus. Okay, doch. Nein, ich nehme es zurück. Es sah von der Seite nicht so schlecht aus. Aber wir können ja mal hier spielen. Wenn wir gleich eh in der Disco wollen, ist das ja alles hier in der Nähe. Eigentlich wollte ich Rosie auch noch mal ein bisschen malen lassen, aber sie soll es erstmal ihrem Sohn das Sprechen beibringen. So, dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis er hier ist. Marco, 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 kommst du her? Kommst du her? Machst du? Was machst du denn? Bewege dich schneller. Und weil, wie lange braucht ihr hier noch? Ja, ein bisschen noch. Ein ganz kleines bisschen noch. So. Bist du jetzt mal da? Dauert es denn so lange? Dann stell dich genau hier hin. Genau dahin. Genau dahin. Los. Los. Ach, da ist sogar der Cosimo. Geh dahin. Geh dahin. Warum dauert es denn alles so lange hier? Beweg mal dein Popöchen. Wir Trinkgeld spielen. So, dann schaff uns doch noch mal ein paar Simoleons ran hier. Wow, wie niedlich. Alex hat gerade das Sprechen gelernt. Jetzt musst du dem kleinen Sim nur noch beibringen, wie man wieder aufhört. Sehr gut. Alex kann jetzt sprechen. Das ist toll. Das ist toll. Dann darfst du jetzt direkt hier benutzen. Duschen und dann ruf doch mal. Warte, ruf mal vorher einen Babysitter an. Dienst anrufen, duschen und dann gehen. Ah. Duschen und dann gehen wir ein bisschen dancen. Bevor wir das machen, beende ich den Part aber an dieser Stelle. Ich habe gerade gesehen, ich bin schon wieder ein bisschen lange dran hier. Ja, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder.